Vorhin mit bisschen Gegenwind schon eine so ordentliche Zeit für Gregor Traber. Jetzt die Luft ein bisschen besser wahrscheinlich. Die Fahnen wehen in die richtige Richtung. Der Mann vom LAV Tübingen wieder vorne. 13,41 Sekunden. Und damit sagen wir herzlichen Glückwunsch. Der Wind passt. Gregor Traber unter der geforderten 13,46. Also drunter, unter der WM-Norm.